Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was ganz anderes. Ja, wie ihr merkt, ich sitze hier bei mir im Zimmer und bin vorhin von der Schule gekommen und ich hatte das hier bei mir im Briefkasten. Habe ich mir eigentlich nichts bei gedacht und schaut einfach mal selbst. Ich habe hier einen Brief erhalten, da steht einfach erstmal: Hallo du Lauch, komm um 17.05 Uhr zum Wald über dem Wasserwerk, alleine. Und normalerweise denke ich mir bei so Briefen eigentlich nichts, aber das ist der erste Brief, den ich so bekomme. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, bin mir da noch relativ unsicher, da mal hinzugehen. Aber wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, 16.46 Uhr, beziehungsweise 16.47 Uhr, okay, jetzt ist es da auch. 16.47 Uhr, weiß ja nicht, ist ja nicht mehr lange. Und ich denke mal, ich werde da tatsächlich mal hingehen. Auch der Brief liegt nicht umsonst wohl bei mir im Briefkasten. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen und wir sehen uns dann gleich draußen. Leute, da bin ich auf der Straße. Komme mir gar nicht blöd vor, mit so einer fetten Kamera hier rumzulaufen. Ne? Da kommt auf jeden Fall jetzt gerade noch ein Auto. Ja, bin jetzt gerade auf dem Weg zum Wasserwerk, beziehungsweise im Briefstand oberhalb oder über dem Wasserwerk. Aber da will ich jetzt auf jeden Fall mal schauen, was da jetzt genau Sache ist. Ist auf jeden Fall noch ein bisschen weiter Weg bis dahin. Ist halt jetzt noch da die Straße lang und ungefähr da, wo die Autos jetzt sind, da hoch. Auch bin da auf jeden Fall mal echt gespannt. Aber ich meine, ist auch eine echt dumme Idee, im Dunkeln in den Wald zu gehen, aber ich meine, der Brief, oder ist mir auch noch nicht so ganz geheuer, was da jetzt Sache ist, aber ich muss es einfach herausfinden. So, wir sehen uns dann gleich. So, ich bin hier am besagten Stück hoch. Warte, da muss ich jetzt hoch. Alles unbeleuchtet, also ich weiß echt nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich hatte da verdammt Angst, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ob die Kamera zittert, ich habe echt keine Ahnung. Auf jeden Fall Herzrasen des Todes. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, was da oben mich erwarten wird. Schauen wir doch einfach mal. Oh, hier geht es auch nochmal hoch, aber das ist das bestimmte Waldstück. Ich kann mal schauen, ob ich ein bisschen Licht machen kann. Moment. Hier, wir haben jetzt 16.59, wir haben noch 5 Minuten. Bin mal echt gespannt, was da jetzt kommen wird. Ich tausche einmal kurz die Ende, so. Kann man gerade nochmal richten, so. Oh, das geht hier verdammt weit hoch. Hier unten eine Straße. Dann haben wir jetzt den Boden nochmal fokussiert. So, wir müssen weiter. Also Handy behalte ich definitiv in der Hand. Dass wenn was ist, dass ich mir direkt Hilfe holen kann oder so. Oder vielleicht ist auch gar nichts, sondern nur Fake. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt. Hier auf jeden Fall fettes Waldstück. Okay, das sieht man jetzt halt nicht so. Ich weiß, dann kann man da besser drauf kommen. Oh, so sieht das jetzt aus. Und durch die Kamera sieht so aus. Naja. Nochmal gerade Licht anmachen. Schauen wir doch einfach jetzt mal. Leute, ich bin jetzt hier am Wasserwerk. Sieht man jetzt halt nicht. Moment. Da. Aber ich habe verdammt Angst, war. Aber ich muss die Scheiße jetzt durchziehen. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, muss ich es auch machen. Das Problem ist, dass es einfach wirklich schon um kurz nach 5 einfach so scheiße dunkel ist. Eine Leiter oder so. Grüße gehen raus.
Aber hier ist jetzt das Wasserwerk. Dann schauen wir doch jetzt einfach mal, was jetzt die Sache ist. Ob jetzt irgendwas passiert in 2 Minuten. Leute, ich melde mich, wenn ich nochmal genaueres weiß. Aber ich zeige euch das nochmal gerade. Hier ist so ein Waldstück, was jetzt hier so abgrenzt. Hier unten das Wasserwerk und halt hier oben die dementsprechende Kreuzung. Ich schau mal, was jetzt kommt. So, Leute. Moment. Jo, Leute. Ich bin jetzt hier. Bin immer noch am Warten. Wir haben jetzt 17.06 Uhr. Bisher immer noch nichts hier passiert. Ja, also ich stehe jetzt hier immer noch an dieser einen Kreuzung und hier ist einfach nichts. Ich höre jetzt hier hinten immer so komische Geschrei oder was auch immer das ist. Aber mittlerweile sieht man hier auf der Kamera auch nichts mehr. Warte mal, was ist das Weiße da? Da hinten sind halt so richtige Hundeschreie, ne? Das ist so unnormal. Tatsächlich, da ist was Weißes. Ja, warum habe ich das jetzt die ganze Zeit nicht gesehen? Bin ich blöd? Das ist halt ein Briefumschlag. Mit meinem Namen. Ist doch schon wieder super. Warte mal. Ich stell die Kamera mal gerade irgendwie mal hin. Filmt die noch? Ja, filmt noch. Also, jetzt hier. Ich werde jetzt mal den Briefumschlag hier öffnen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt im Bild bin oder nicht. Ich habe verdammte Angst, was das auch immer ist. Was ist das? Was? Ich hab dich beobachtet. Leg deine Jacke in den Beutel und verschwinde. Ich beobachte dich. What the fuck? Hier. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Na, muss ich mal gerade schauen. Ich hab dich beobachtet. Hier. Also langsam ist das ja echt kein Spaß mehr. Ich mach das jetzt einfach. Ich hab so verdammt Angst, was auch immer da hinten ist. Ich pack dann meinen Rucksack. Ich mache jetzt einfach schnell. Ich habe so Angst, was auch immer das da hinten ist. Ne? So normal. Ich weiß nicht, wie ich hier reinkommen will. So, da. Ich habe halt verdammt Angst, Alter. Das ist nicht mehr feierlich. Aber der sagte, nimm deine Sachen und verschwinde oder irgendwie so. Das heißt, ich lasse ihn da. Dann verschwinde ich jetzt einfach, Alter. Ich hab so unnormal Angst, ne? Alter. Ich sehe jetzt so, dass ich lieber verschwinde, Alter. Der hat geschrieben, ich beobachte dich. Das ist unnormal.
Jo Leute, ich bin hier immer noch am Wasserwerk hier oben und ich wollte gerade runtergehen und da vorne liegt was Weißes, was vorhin noch nicht da lag. Sieht man halt nie auf der Kamera. Da, was steht da? Lauch. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, ob der auch noch an mich geht. Verdammte Angst, dass der jetzt von oben kommt oder so. Was? Was? Verlauf dich nicht. Muhaha. Du Scheiße. Ich hab Angst. Ach Gott. Ich hab so unnormal Angst gerade. Ich darf jetzt ja nicht irgendwie einen Fehler machen oder so. Da unten ist auf jeden Fall wieder die Straße. Leute, ich habe so unnormal Angst, ne? So unnormal. Ey, nie wieder gehe ich bei so einer Dunkelheit in den Wald. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler war, jetzt meine Jacke da zu lassen. Aber bevor der mich jetzt gleich noch verfolgt oder so. Du Scheiße, ich habe so Angst, ne? Die Kamera jetzt einfach laufen. Oh mein Gott. Hinter mir? Mann. Oh, das war's mal geflogen. Das Problem ist, ich stelle mich gerade die ganze Zeit um mich zu leuchten. Ich kann gar nicht laufen. Das ist einfach so mein Duster. Ja, das ist krass wieder. Oh, das Einzige, was ich jetzt hier rausgelernt habe, nie wieder dunkel im Bad. Ich weiß ja nicht, was das für Geräusche im Hintergrund waren. Alter. Aber ich werde jetzt mal wahrscheinlich das Ding einhalten, mit dem Geräusch. Vielleicht kann einer von euch mir sagen, was das war. Aber ein Hund, zweifle ich sehr. Oh mein Gott, Alter. Oh, das ist echt wieder eine Straße, wie geil. Ich hoffe, ich habe alles aus der Tasche rausgenommen. Jetzt 17, 16. Oh Gott. Da, Straße. Straße, wie geil. Licht, das erste Licht. Das ist so normal. Oh, das da oben, das ist absolut die Hölle, Alter. So. Licht aus. So. Ich hab so Angst, ne? Ey. Ich weiß echt nicht, was noch irgendwann kommen wird. Naja. Jetzt hat jemand von hinten natürlich Fernlicht an. Ist auch super. Danke dafür. Naja, jetzt kann man mich wahrscheinlich eh nicht wieder erkennen, weil es einfach so duster ist. Naja. Oh, das war's jetzt vom Video. Oh, sollte noch irgendwas jetzt passieren, werde ich es mitfilmen, aber ich laufe jetzt einfach nur noch nach Hause und ich hoffe, das war's auch. Puh. Ja, das war's vom Video. Wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Video, wenn ich es überleben sollte. Und ja, haut rein und wie gesagt, schreibt auf jeden Fall Kommentare, wenn ihr wisst, was das für ein komisches Geräusch war. Bis dahin und ciao.